Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Reihe Schritte durch die Bibel von Alfred P. Gibbs. Dieses Buch. Das leider schon lange Zeit vergriffen ist. Kommen wir nur zur Reihe 215, der sterbende Übeltäter, aus Lukas 23, Vers 27 bis 43. Prüfet alles und das Gute behaltet. Der sterbende Übeltäter, aus Epheser 2, Vers 8 bis 9, hat Alfred P. Gibbs den Leitvers vorgeschlagen, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Zu diesem Vers habe ich auch YouTube gemacht auf meinem Kanal Hans-Peter Bepf. Während der 6 Stunden, in denen unser Herr Jesus Christus am Kreuz im Gericht Gottes stand, und seinen Zorn um unserer Sünden willen ertrug, fuhren seine Feinde fort, ihn mit ihrem unstillbaren Hass zu peinigen. Die Vorübergehenden und das dabeistehende Volk, die Obersten, die Soldaten und die mit ihm gekreuzigten Räuber, sie alle lästerten, verspotteten und schmähten ihn. Und mit dem ständig wiederholten Ruf, rette dich selbst, machten sie sich zu Werkzeugen der satanischen Verführung. Der Hohn hat mein Herz gebrochen, aus Psalm 69, Vers 21. Diese prophetischen Klage des Psalmisten lässt uns etwas von der Tiefe und Vielfalt der Leiden des Herrn Jesus in diesen Stunden ahnen. Sowohl sein Körper als auch seine Seele und sein Geist wurden davon erfasst. Aber es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuze hielten, sondern der Gehorsam seinem Vater gegenüber und die Liebe zu uns. Zu den Grausamkeit seiner Feinde kam die Furcht seiner Freunde hinzu. Sie standen von Ferne. Und doch lesen wir in den Berichten der Evangelisten von 2 Ausnahmen, die wie ein Lichtblick in der Finsternis aufscheinen. Erstens Johannes der Jünger, den der Herr liebte, und einige Frauen, darunter seine Mutter und Maria Magdalena, haben sich herzugewagt und standen bei dem Kreuz Jesu. Ob für längere oder kürzere Zeit, wissen wir nicht. Sie dürfen die Liebe ihres Herrn auch in diesem Augenblick noch erfahren. Einer der beiden mit ihm gekreuzigten Räuber wendet sich an ihn, und er, der bisher nur die Herrschaft der Sünde zum Tod kennengelernt hat, erfährt nun die Herrschaft der Gnade, die ihn durch die Gerechtigkeit Jesu Christi vom Kreuz zum ewigen Leben führt. Römer 5, 21. Erstens die Person des Übeltäters. Er hatte sein Leben als Verbrecher vertan. Als Knecht der Sünde war ihr alles, was er besaß, Gesundheit, Kraft, Geld und Zeit zum Opfer gefallen. Zweitens, er hatte auf Kosten der Güte Gottes gelebt und hatte weder nach seinem Schöpfer noch Erhalter gefragt, noch ihm Dank gewusst für seine Gaben. Drittens, er hatte Gott, seine Mitmenschen und sich selbst bestohlen, war ein geächteter Räuber und Übeltäter. Viertens, auch den Sohn Gottes hatte er verworfen und geschmäht. Römisch 2, sein gegenwärtiger Zustand.
Erstens, er erlitt die Strafe für seine eigenen Sünden, erntete, was er gesät hat. Zweitens, als aufrührerischer Sünder verdiente er kein Erbarmen. Drittens, es lag außerhalb seiner Möglichkeiten, sich in irgendeiner Art und Weise selbst zu retten. A. Er war unfähig, Werke zu verrichten. B. Er war unfähig, zum Gebet auf seine Knie zu fallen. C. Er war unfähig, sich das Heil zu erkaufen. Er besaß nichts mehr. D. Er war unfähig, Bußübungen oder religiöse Zeremonien durchzuführen. Von allem konnte er Gott nichts mehr bieten. Wollte er gerettet werden, so war er bedingungslos auf die freie, voll wirksame Gnade Gottes angewiesen. Und sie ist es, die an ihm zu wirken beginnt. Der Sünder, der eben noch in die Schmähungen, die rings um den Sohn Gottes ertönten, mit eingestimmt hat, verstummt. Gott erweckt ihn und öffnet ihm die Augen für die Ewigkeit. Drittens, sein Bekenntnis, Verse 40 bis 41. Erstens, der Grund hierfür ist die Furcht Gottes. Die Ewigkeit und der Schrecken des kommenden Gerichts stehen greifbar vor ihm. Sein Inhalt? A. Er bekennt die Todeswürdigkeit seiner Taten. B. Er bekennt die Rechtmäßigkeit der erhaltenen Strafe. C. Er bezeugt die Sinnlosigkeit Christi. Er hat nichts Ungeziemendes getan. Römisch 4. Seine Bitte. Gottes Gnade führt ihn vom Bekenntnis seiner Verdammungswürdigkeit zur Erkenntnis seines Erlösers. Erstens, im Glauben kann er in dem von Menschen verachteten und verlassenen Mann der Schmerzen das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, erkennen. Denn wird er nichts Ungeziemendes getan hat, dann ist ja auch sein Wort wahr. Denn ist er also der Sohn Gottes, der Messias Israels, der sein Volk von seiner Sünde errettet und ihm Erlösung schafft, jetzt und hier auf dem Hügel Golgatha. Zweitens, im Glauben kann er darum bitten, gedenke meiner. Fünftens, die Verheißung. Und auch dem sterbenden Übeltäter geschieht, wie er geglaubt hat. Er darf noch das volle Heil erfahren. Erstens, das machtvolle Wirken der Gnade Gottes hat ihn innerhalb weniger Stunden überführt und konnte von seiner Sünde, von seiner Verdorbenheit und der Notwendigkeit eines Retters und Stellvertreters. 1. Petrus 3,18. Zweitens, er darf das ihm von dem sterbenden Erlöser zum gesprochenen Heil und ewige Leben noch im Glauben erfassen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Drittens, und als Siegel der vollendeten Erlösung, die nun auch ihn einschließt, darf er noch das Siegeswort seines Königs hören. Es ist vollbracht. Tetelestai. Johannes 19, Vers 30. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das alles hat uns wieder, wie immer, unser lieber Bruder Antonino für uns aufbereitet. Eine Anregung, eine Bitte. Sendet doch dieses Pfeil, dieses YouTube an alle eure Freunde, Bekannten, Familienangehörigen. Der Segen des Herrn Jesus Christus ist uns allen gewiss.